whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich immer noch bei der Blantons Single Barrel Range, wo ich hier ein Video gedreht habe, wo ich alle diese Single Barrels mal kurz vorstelle und auch den 40-prozentigen Selected Reserve probiere. So, jetzt bin ich schon angekommen bei dem Straight from the Barrel. Das heißt, hier haben wir einen Kentucky Straight Bourbon vor uns, der direkt aus dem Fass abgefüllt wird. Und die höchste Ehre, die einem Kentucky Straight Bourbon zuteil werden kann, heißt Single Barrel, Einzelfassabfüllungen, haben wir hier, uncut, nicht im Alkoholgehalt, reduziert, also unverdünnt, haben wir hier auch, und unfiltert, nicht mit Aktivkohle, Staub während der Abfüllung gefiltert, dass dort die Trubstoffe und so weiter rauskommen. Und das ist also das obere Ende der Herstellung. Und manche Brennereien verkaufen hier sehr, sehr teuer. Und Blantons, der aus der Brennerei Buffalo Trace stammt, macht hier also eine deutliche Ausnahme. Dieser Kentucky Straight Bourbon ist tatsächlich bezahlbar. So, und der Beste, der Beste, der Besten, Sir. Na gut, werden wir sehen, ob es klappt oder nicht. Hier habe ich zwei Flaschen, denn die eine ist auf, und zwar schon seit geraumer Zeit. Und da kann man sehr schön hier dran sehen, dass die Jockeys, die hier oben drauf reiten, ich halte mal die Hand dahinter, eine unterschiedliche Form haben und zum Wort Blantons, was vom Colonel Blanton, der so seinen Whisky abgefüllt hat, herstammt, ist dieser Reiter dabei, und der hat jetzt hier ein O am Hinterfuß stehen und der ein S. Jeder Buchstabe von Blantons hat seine eigene Reiterfigur, und wenn man die hintereinander stellt, kommt da ein galoppierender Reiter bei raus. Ganz hübsche Geschichte. Und warum Reiter? Weil Kentucky der Staat ist, wo man auf der einen Seite den vielen Whisky brennt und auf der anderen Seite die Rennpferde züchtet. Tolle Pferde züchten, tolle weiße Corrals, hinter denen die Mustangs weiden. Super Sache. Churchill Downs, weltberühmte Rennanlage, da eingeladen zu werden, muss man schon was darstellen. Wir wurden mal eingeladen. Allerdings kriegt mir nur eine Karte. Und da meine Frau und ich zusammen gehen wollten, haben wir gesagt, gehen wir nicht hin. Gut, aber Churchill Downs hat schon was. So, die beiden Flaschen haben die Sache die. Der hier ist am 26.02.2008 in die Flasche gekommen und die hier am 10.10.2006. Das heißt, der ist schon ein bisschen älter. Sieht man, wie lange es da schon hingeht. Beide stammen aus dem Lagerhaus H, aber aus verschiedenen Racks, wo also die Fässer übereinander drin liegen und hintereinander drin liegen. Und bei dem wurden nun 46,6 Volumenprozente noch überbehalten nach der Reifung. Und bei dem hier 65,95. Ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man hier noch eine Dezimalstelle mehr gibt. Aber nun ja, es sind 131,9 Proof. Und wenn man sich diese Flasche anschaut, ein bisschen vorsichtig anguckt, dann hat man hier unten drin tatsächlich auch einen leichten Bodenbelag. Das sind Überreste aus den Fässern, die beim Abfüllen mit hineingekommen sind. Das müssen wir mal hier aufmachen. Und füllen uns nun hier mal was von ein. Ganz vorsichtig, dass der Bodensatz nicht mitkommt. So, füllen wir nicht zu viel ein, weil wir hier einen sehr hohen Alkoholgehalt haben. Und ich mit Sicherheit jetzt gleich noch verdünnen werde. Und da muss ich mich entschuldigen, muss ich mal wieder bücken. Und muss nämlich meine Karaffe mit Wasser noch dazu holen, damit ich mir nachher jetzt gleich meine Geschmacksknospen im Mund nicht mit durch den starken Alkohol hier belegen werde. Ah, ganz wuchtig.
kommt er aus dem Glas raus. Da merkt man erst, wenn man verdünnt, wie viel von den Aromen im Wasser verloren gehen. Früchte, süßer Honig natürlich, wie wir es bei den anderen beiden schon festgestellt haben. Hier hatte ich den 40-prozentigen schon beschrieben und auch den 46,5 Prozente normalen Single Barrel. Und der hat von der Nase her, der ist das Beste. Der ist also wunderbar süß und gleichzeitig starke Würze, kandierte Früchte. Süß und voll, und ich wäre jetzt schon fast geneigt, den unverdünnt zu trinken, aber dann, ich habe noch den Besten der Besten, nämlich den Blanton's Gold vor mir, und da möchte ich mir das jetzt nicht kaputt machen, da werde ich gleich verdünnen. So, an. Und da darf man fast die Hälfte von dem, was man im Glas hat, noch dazugeben. Sofort bilden sich Schlieren aus, das mischt sich nicht so gerne. Und genau in dem Moment muss man die Nase reinhängen. Und jetzt kommt es. Vanille, Vanille, Karamell. Und diese Fruchtnote, die den ganzen Blendens zu eigen ist. Dabei die würzige Note, leicht in die Schärfe übergehen. Und dazu Vanille, Vanille. Und ganz hinterher kommt jetzt so, auf dem Angelsächsischen heißt das Licorice, so Süßholz, Lakritze, gekochtes Süßholz. Mit dem Anhang, mit so einem Anflug von Lakritze dazu. Sehr interessant, sehr stark, sehr kräftig. Diese Flaschen sind gar nicht mal so teuer. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie hier 65 Volumenprozente bekommen und verdünnt, Sie da einen ganzen Liter Kentucky Straight Bourbon rausbekommen, ein guter Kauf. Sicherlich sein Geld wert, aber bitte nicht zu hochprozentig probieren. Das würde Ihnen die Geschmacksknospen im Mund sicherlich belegen und auf die Dauer nicht angenehm sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie sich für so eine Flasche bei uns im Shopsystem entscheiden können.